Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei The Canterbury. Heute habe ich für euch das lang ersehnte Opening von Yui's Legendary Dex 2. Es gab ja schon die Legendary Dex 1, da waren drei Decks von Yugi drin aus den jeweiligen Dekaden. Hier sind Decks auch von Joey und Kaiba drin und noch ein Deck von Yugi. Was haben wir denn alles hier so drin? Bei Yugi haben wir unter anderem diese neue Exodia und die lang ersehnte Ties of Brethren oder auch Völkerbund genannt. Bei Kaiba einiges an neuen Blue Eyes Karten, auch die ganzen teuren Blue Eyes Karten, die jetzt in Shining Victories drin waren. Und bei Joey die rotäugigen Karten, vor allem der Stein und hier auch der Red Eyes Flare Metal Dragon. Also ich bin mal gespannt, was noch alles so drin ist. Ich würde sagen, machen wir einfach mal auf und dann schauen wir mal rein. Da ist das gute Stück. So. Da haben wir das Promo-Pack. Und die drei Decks. Sonst noch irgendwas hier drunter? Nein, Plastikmüll. Gut. Lege ich die mal hier so lang hin. So, und dann fangen wir mal mit dem Promo-Pack an. Da haben wir drinnen den dunklen brennenden Angriff. Als Secret Rare. Ja, ist ein Secret. Dann haben wir die dunkle brennende Magie. Ist auch eine Secret. Und ewige Seele. Das ist aber auch eine Karte, die Dark Magician Spieler unbedingt haben wollten. Hier habt ihr sie endlich, also holt euch die Box dreimal, dann habt ihr die Karte. Okay, das sind die drei Promos. Legen wir mal dahin. Ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Yugi-Deck. Da haben wir Slifer schon oben drauf. Ist auch wieder, die ganzen Götter sind auch wieder hier drin. So. Da haben wir einmal Slifer, den Himmelsdrache. Obelisk, der Peiniger. Und der geflügelte Drache von Ra. Also hier auch mal wieder die drei Götter verfügbar für alle. So, und dann eine der neuen Karten. Das ist die Inkarnation der legendären Exodia. Das Artwork sieht auf jeden Fall nice aus. Es ist einmal die komplette Exodia zusammen. Da kann man nicht Völkerbund, Geschwisterbund heißt. Aber von allen bekannt eher als Ties of the Brethren. Diese Karte, die wird auf jeden Fall einiges im Meta anrichten. Vor allem diese ganzen Rogue-Decks werden dadurch einiges am Push bekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass die Karte nicht lange auf 3 bleiben wird. Und haben wir noch Auslöschen. Oder auf Englisch Obliterate. Eine der Fallen für Exodia. Dann, oh mein Gott. Jetzt ist es schon soweit. Exodia ankommen. Exodia die Verbotene und dann wahrscheinlich die ganzen Teile. Rechter Arm, linker Arm. Rechtes Bein und das linke Bein der Verbotenen. Und Exodia Nekros. Auch als Kamen. Dann der übliche dunkle Magier. Dunkles Magiermädchen. Buster Klingenkämpfer. Schweigsamer Magier Level 8. Schweigsamer Magier Level 4. Der Trickreiche. Großschildwache. Valkyrie des Magiers. Taumaturgist der Qualen, Blockmann, Marshmallow, Sangan, da mit seinem Errata-Effekt, aber war auch schon in dem Duelist-Pack Rivals of Pharaoh drin. Oh, noch ein Goldsarkophag, ein Kamen, ist ja auch auf 3 jetzt, gute Karte. Verräterische Schwerter, Magieartige Dimension, Vereinigte Magier, Trickreicher Zauber 4, 1000 Messer, Angriff mit dunkler Magie, da ist der Vertrag mit Exodia, um dann die Exodia Nekros rauszubekommen, Friedensbote und Kamen, Dunkelfabrik der Massenproduktion, Monster Reinkarnation und Geheimes Dorf der Hexer. Die Karte hat auch schon seit ewigen Zeit mal wieder einen Reprint vertragen, die war ja schon um die 15 Euro. Hier auch wieder für alle verfügbar, also holt euch die Box. Da habt ihr einiges an guten Karten drin. Topf der Gegensätzlichkeit ist auch drin, cool. Auch nochmal als Kamen, kann man auch immer wieder gebrauchen. Spiegelkraft, auch nett.
Magische Hüte. Magische Zylinder. Kreis der Magier. Ersatzsoldat. Schwerkraftbindung. Und eine Yugi-Spielmarke mit dem schwarzen Magier im Hintergrund. Ich denke mal, da wird es von Kaiba und Joey auch die Spielmarken jeweils geben mit ihren Hauptmonstern oder Bossmonstern. Gut, dann lassen wir mal die Exodias und die Holos liegen. Gehen wir mal nach oben. Die Götter. Darunter die drei neuen. Und die Kamen Exodia. Es ist leider schon da so weit gekommen. Und unsere Exodia Necros. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Kaiba Deck. So, da haben wir die Might mit den blauen Augen. Die hat jetzt hier auch einen Reprint bekommen in Ultra Rare. Die war sonst in dem Starter-Deck drin, von den Blue Eyes. Oder im Structure-Deck. Dann die Melodie des erwachenden Drachen Ultra Rare. Ist auch wieder hier drin. War jetzt erst in der Megatin drin und jetzt habt ihr sie hier nochmal für die, die sie Ultra spielen wollen. Dann der blauäugige ultimative Drache. Der blauäugige weiße Drache im Original-Artwork in Kamen. Okay, dann haben wir noch einen Kamen und noch einen. Drei Stück in drei unterschiedlichen Artworks. Und ein Drachengeist des Weißen Kamen. Okay, sind jetzt hier diese neuen Blue Eyes Sachen auch alle drin? Kaibermann. Der weiße Stein der Legende. Der weiße Stein der Uralten, tatsächlich. Die hier, die war sowas von teuer, 20 Euro. Jetzt habt ihr sie hier auch im Kamen, also langsam würde ich sagen, sollten sich auch die Blue-Eye-Spieler die Box kaufen. Alleine wegen dem Stein und dem Spirit Dragon. Beschützer mit den blauen Augen. Meister mit den blauen Augen. Kampfochse. Okay, jetzt geht's hier mit den alten Karten los. Mystischer Djinn der Lampe. Worse-Plünderer. Alexandrie-Drache. Klingenritter. Antike Lampe. Tigerdrache, hat den Kaiba wirklich gespielt. Kind Modo-Drache. König des Sumpfes ist auch hier drin. Cool. Der war ja auch einiges an Euros wert. Hier habt ihr den auch nochmal für euch. Reiter der Sturmwinde. Drachenodem der Zerstörung. Leuchtfeuer des Weißen. Mausoleum des Weißen. Polymerisation, auch nett. Also ihr habt ja auf jeden Fall schon mal das halbe Blue Eyes Deck drin. Feindkontrolle, also der Sage ist aber glaube ich nicht drin. Schrumpfen. Stilles Verhängnis. Antike Regeln ist auch hier drin. Die war ja auch einiges wert schon. Zahlungnahme auch drin. Meine Güte. Wow bist du, die war ja auch ein bisschen was wert. Jetzt aber hier auch nochmal drin. Topf des Zwiespalts in Kamen. Okay. Fusionsersatz. Unerwarteter Die ist auch hier drin. Hat ja auch kein Reprint bekommen in der Tin. Okay, also ich glaube, jetzt gibt es bald keine Gegenargumente mehr gegen diese Box, diese nicht zu kaufen. Angriff annullieren. Letzte Angriffsbefehle. Schattenzauber. Da haben wir Klonen. Fusionsreserve. Krug der Trägheit auch in Kamen und da kommt eine Synchro. Azuräugiger silberner Drache ist auch hier drin. Der erste Drache auch in Kamen. Und dann die Spielmarke von Kaiba mit dem blauäugigen weißen Drachen im Hintergrund. Das sieht richtig geil aus, das Artwork hier. Geile Spielmarke. Also, ich muss schon sagen, bisher ist einiges Tolles hier drin. Also hier vor allem hier. Und auch die ganzen anderen Blue-Eyes-Karten. Und dann haben wir noch hier unseren uralten Stein. Also ganze Blue Eyes Stuff Zeug und auch diese anderen Karten, die noch drin sind, ein paar Staples, also bin ich mal gespannt, was wir jetzt noch bei Joey bekommen werden. Ja, da geht's wie gesagt los mit dem schwarzen Stein der Legende. Auf diese Karte haben da glaube ich gefühlt 50% der ganzen Yugi-Community gewartet, weil sie sowas von teuer war. Und hier habt ihr sie endlich, in Ultra Rare zumindest auch. Jetzt könnt ihr alle Red Eyes spielen. Dann die Rückkehr der Rotäugigen in Ultra. Der rotäugige Leuchtfeuer-Metalldrache hier auch nochmal drin als Reprint. Also jetzt kann sich den jeder auf jeden Fall holen.
Also ein Ultra sieht auch nice aus. Also ein Gold hätte mir auf jeden Fall nicht gefallen. Dann den rotäugigen schwarzen Drache in dem blöden Artwork. Ich hätte mir lieber im Original-Artwork gewünscht. Ein Kamen. Rotäugiger schwarzer Leuchtfeuerdrache. Rotäugiger ärzende Weltler der Blitze. Rotäugiger Retro-Drache. Schwarzer Metalldrache. Axträuber. Ha, die Oldschool-Karten von Joey. Alligatorschwert. Babydrache. Jinzo ist auch hier drin. Kamen. Goblin-Angriffstrupp. Gierfried Eisenritter. Raketenkrieger. Vor allem hier die Rakete mit CK. Ich glaube, Rakete wird nur mit K geschrieben, aber ich glaube, weil er Rocket Warrior haben sie es wahrscheinlich davon genommen. Ich weiß es auch nicht. Blauer Flammenschwertkämpfer. Zeitzauberer. Phoenix Gierfried. Zwillingsbeschwörer. Da sind so Zwillingskarten drin. Glutflügel Schmetterling. Finstere Valkyrie. Ich glaube schon. Weil da jetzt auch ein Deck rauskommt, was mit Zwillingen arbeitet. Haben sie hier noch ein paar reingemacht. Gebieterischer Ritter. Valkyrischer Ritter. Hüter des Schreins. Drachenodem des Infernos. Rotäugige Fusion in Kamen. Okay. Und Karten des Roten Steins auch in Kamen. Also Red Eyes leicht Budget geworden. Auch eine Polymerisation. Salamandra. Sündenbock. Törichtes Begräbnis, auch hier drin ein nicer Reprint. Roulette-Spinne. Überwachen. Ah ja, das ist diese Ausrüstung dafür Zwillinge. Die war ja auch einiges im Preis gestiegen, weil die gab es, glaube ich, nur in dem Strukturdeck damals. Mystischer Raumtaifun zum Gefühl tausendsten Mal. Symbol der Pflicht. Rotäugiger Geist. Kunai mit Kette. Ruf der Gejagten auch mal wieder drinne. Reißender Tribut. Flammender Odem. Fluch des Anubis. Und Erz in der Welt, der schwarzer Totkopfdrache in Kamen. Musste jetzt nicht unbedingt sein, aber naja. Alligator-Schwertdrache. Und eine verdeckte. Die dritte Spielmarke von Joey. Mit dem rotäugigen schwarzen Drachen im Hintergrund. Auf jeden Fall nice Karten hier drin, also. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Box hier sich ranzuholen. Vor allem, da sie nicht so teuer ist. Also ich muss schon sagen, gefällt mir sehr gut. Vor allem, weil halt dieser ganze rotäugige Stuff hier auch noch mit drin ist, den die ganzen Leute wollten. Dann haben wir hier noch die restlichen rotäugigen Karten, die noch keinen Reprint hatten. Also ich bin mit dieser Box überrascht, dass so viel gutes Zeug drin ist. Vor allem, Geschwisterbund, also es ist so eine mega starke Karte, die auf jeden Fall in vielen Decks gesehen wird. Und auch oben die ewige Seele für die Dark Magician. Ja, dann bin ich soweit hier durch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und schaut doch mal auf meinem Card Market Profil vorbei. Da könnt ihr dann einiges an diesen Karten hier erwerben, die ich hier gezogen habe. Und wenn ihr Lust habt, guckt auch mal auf der Facebook-Seite unseres Vereins vorbei. Da bekommt ihr Informationen zu Turnieren, die stattfinden werden und auch einiges anderes an Informationen. Ja, da bin ich soweit hier raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.